Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ulfa Twil. Ich bin Deutschlehrerin am Gymnasium Slimane bin Slimane in Sarouen. Und diese Unterrichtsstunde wurde in Zusammenarbeit mit der DAF-Expertin Frau Amel Qadri bearbeitet. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, wir beginnen heute Kapitel Nummer 2. Städte und Verkehrsmittel. Und wir fangen mit der Lektion Nummer 5 an. Die heißt, fahr doch lieber mit der Bahn. Also was sind die Verkehrsmittel? Die Verkehrsmittel sind der Bus, plural die Busse, der Zug, plural die Züge, die Bahn, plural die Bahnen, die U-Bahn, der Plural ist die U-Bahnen, die Straßenbahn, plural die Straßenbahnen, das Schiff, plural die Schiffe, das Flugzeug, plural die Flugzeuge, das Motorrad, plural die Motorräder, das Mofa, plural die Mofas, das Fahrrad, der Plural ist die Fahrräder und das Taxi, der Plural ist die Taxis. Mit diesen Verkehrsmitteln kann man reisen, kann man fahren und auch fliegen. Und wenn Sie kein Verkehrsmittel haben, Sie haben kein Verkehrsmittel, es gibt kein Verkehrsmittel, was machen Sie dann? Dann, Sie können zu Fuß gehen. Und hier haben wir zwei Landkarten von Deutschland. Auf der Landkarte Nummer 1 sehen Sie die Bundesländer, die 16 Bundesländer in Deutschland. Und hier sehen Sie auch Großstädte, wie zum Beispiel Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Hessen und so weiter. Und auf der Landkarte Nummer 2 sehen Sie die Flughäfen in Deutschland und die Eisenbahnnetz. Das heißt, wo kann man das Flugzeug nehmen und wie kommt man von einer Stadt nach einer anderen mit der Bahn, das heißt mit dem Zug. Nun sehen Sie ein Video, das sind die Verkehrsmittel in Berlin. Dann haben Sie eine Idee über die Verkehrsmittel in der Hauptstadt Deutschlands. Sie können beim Anschauen die Verkehrsmittel notieren. Auch in einer Großstadt wie Berlin, das ist der Bahnhof am Potsdamer Platz, gibt es viele Radwege. Immer mehr Berliner benutzen das Rad, um in der Stadt voranzukommen. Und das nicht nur bei schönem Wetter im Sommer. Radfahren ist praktisch und umweltfreundlich. Für Touristen sind die sogenannten Velotaxis eine Alternative zu den traditionellen Verkehrsmitteln. Der Velofahrer gibt dabei Informationen über die Sehenswürdigkeiten der Stadt. In Berlin sind alle Busse gelb. Wenn man einsteigt, braucht man einen gültigen Fahrausweis. Man kann ihn aber auch beim Fahrer kaufen. Lustig sind die Berliner Ampeln. Das sogenannte Ampelmännchen zeigt, wann man über die Straße gehen darf. In Berlin gibt es auch Straßenbahnen, vor allem im Ostteil der Stadt. Auch die Straßenbahnen sind gelb. Berlin ist eine große Stadt, so groß wie Hamburg, München und Frankfurt zusammen. Die S-Bahn, das heißt Schnellbahn, ist ein Zug, der die verschiedenen Stadtteile schnell miteinander verbindet. Natürlich gibt es in Berlin eine U-Bahn. Das heißt eine Untergrundbahn. Es gibt viele Linien. Am Alexanderplatz kreuzen sich die Linien U2, U5 und U8. Der Alexanderplatz ist ein wichtiger Knotenpunkt im S- und U-Bahn-Verkehr. In jeder U-Bahn-Station gibt es Fahrscheinautomaten.
Eine Einzelfahrt kostet 2,10 Euro. Man muss dann den Fahrschein entwerten, bevor man in den Zug einsteigt. Auch die U-Bahn-Züge sind gelb. Menschen mit körperlicher Behinderung oder Frauen mit Kinderwagen benutzen einen Fahrstuhl, um die U-Bahn-Station zu verlassen. Für Notfälle stehen Notrufsäulen zur Verfügung. Man drückt auf einen Knopf und jemand meldet sich. In vielen U-Bahn-Stationen gibt es Infobüros der BVG. Das heißt der Berliner Verkehrsgesellschaft. Hier erhält man Informationen über das Liniennetz und den Fahrplan der Züge. Dann lesen wir einen Text. Fahr doch lieber mit der Bahn. Wassim studiert in Frankfurt Germanistik. Sein Freund Tobias hat ihn zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Tobias wohnt aber in Berlin. Deshalb will Wassim am Samstag dorthin reisen. Wie kommt man am besten von Frankfurt nach Berlin? Wassim hat viele Möglichkeiten. Er kann das Auto, den Bus, den Zug oder das Flugzeug nehmen. Aber Fliegen ist viel zu teuer für ihn. Und die Autofahrt ist unbequem und anstrengend. Denn das sind 564 Kilometer von Frankfurt nach Berlin. Er fährt also mit dem Zug. Das ist bequemer und sicherer. Die Bahnfahrt dauert 4,5 Stunden. Dann kann Wassim im Zug ein Buch lesen. Dann haben wir Fragen zum Text. Lesen Sie die Aussagen und kreuzen Sie an, was ist richtig, was ist falsch. Ich lese die Sätze vor. 1, 1a, Wassim wohnt in Berlin. B, Wassim wohnt in Frankfurt. 2, Wassim möchte am Wochenende nach Frankfurt fahren. Oder Wassim möchte nach Berlin fahren. 3, a, er will mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Berlin fliegen. Oder B, er kann mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Berlin fliegen. 4, A, die Bahnfahrt nach Berlin dauert maximal 4 Stunden 30 Minuten. Oder B, die Bahnfahrt nach Berlin dauert mindestens 4 Stunden 30 Minuten. 5, A, Wassim fährt mit dem Zug nach Berlin. Oder B, Wassim fährt mit dem Auto nach Berlin. 6, die Fahrt mit dem Zug ist bequem, aber anstrengend. Oder B, die Fahrt mit dem Zug ist bequem und sicher. Also was ist richtig, A oder B? Nun sehen wir die Verbesserung. Nummer 1, Wassim wohnt in Frankfurt. Das ist richtig. 2, B, Wassim möchte nach Berlin fahren. Und im Text steht, sein Freund Tobias hat ihn nach Berlin eingeladen. 3, er kann mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Berlin fliegen. Und das ist richtig. Im Text steht, es gibt viele Möglichkeiten. 4, die Bahnfahrt nach Berlin dauert maximal 4 Stunden 30 Minuten. Das ist richtig. 5. Wassim fährt mit dem Zug nach Berlin. Und 6. Die Fahrt mit dem Zug ist bequem und sicher. Also hier haben wir Fragen zum Text und Antworten. Also was passt zusammen? Die Fragen sind Nummer 1. Wohin fährt Wassim? 2. Wann fährt Wassim? 3. Wie kommt Wassim nach Berlin? 4.
Wie weit ist es von Frankfurt nach Berlin? 5. Wie lange dauert die Bahnfahrt? Und 6. Wie ist die Bahnfahrt? Die Antworten sind A. Mit der Bahn, B. 4 Stunden 30 Minuten, C. Nach Berlin, D. 564 Kilometer, E. Bequem und sicher und F. Am Samstag. Also wir lösen auf die Frage Nummer 1. Wohin fährt Wassim? Das passt mit C nach Berlin. Das heißt, Wassim fährt nach Berlin. 2. Wann fährt Wassim? Das passt mit F. Am Samstag. Das heißt, Wassim fährt am Samstag nach Berlin. 3. Wie kommt Wassim nach Berlin? Das passt mit A. Mit der Bahn. Das heißt, Wassim fährt mit der Bahn oder mit dem Zug nach Berlin. 4. Wie weit ist es von Frankfurt nach Berlin? Das passt mit D. 564 Kilometer. Das ist die Entfernung von Frankfurt nach Berlin. 5. Wie lange dauert die Bahnfahrt? Das passt mit B. 4 Stunden 30 Minuten. Das heißt, die Bahnfahrt dauert 4 Stunden 30 Minuten. Und 6. Wie ist die Bahnfahrt? Das passt mit E. Bequem und sicher. Das heißt, die Bahnfahrt ist bequem und sicher. Also hier haben wir ein paar Adjektive. Finden Sie das Gegenteil im Text. Wie heißt das Gegenteil von bequem? Billig? Mühelos? Einfach oder leicht und gefährlich. Also wie gesagt, die Bilder können Ihnen helfen. Sehen Sie zum Beispiel das Schild hier. Wenn Sie dieses Schild sehen, dann heißt das, das ist gefährlich. Nun sehen wir die Verbesserung. Das Gegenteil von bequem ist unbequem. Das Gegenteil von billig ist teuer. Das Gegenteil von mühelos, einfach oder leicht ist anstrengend. Und das Gegenteil von gefährlich ist sicher. Dann machen wir eine Übung zum Wortschatz. Ergänzen Sie die Sätze mit den Wörtern aus der Liste. Das sind Adjektive: bequem, anstrengend, schnell, sicher, teuer und gefährlich. Satz A. Mit dem Flugzeug kommt man nach Paris. Das dauert nur 2 Stunden. B. Thomas fährt jeden Tag 2 Stunden mit dem Auto zur Arbeit. Das ist sehr. C. Man kann im Intercity Express schlafen. Er ist sehr. Und D. Telefonieren beim Autofahren ist sehr. Und E. Der Flug nach Australien ist zu. Er kostet 800 Euro. Also nun sehen wir die Verbesserung. A. Mit dem Flugzeug kommt man schnell nach Paris. Das dauert nur 2 Stunden. B. Thomas fährt jeden Tag 2 Stunden mit dem Auto zur Arbeit. Das ist sehr anstrengend. C. Man kann im Intercity Express schlafen. Er ist sehr bequem und sicher. D. Telefonieren beim Autofahren ist sehr gefährlich. Und E. Der Flug nach Australien ist zu teuer. Er kostet 800 Euro. Übung Nummer 2. Wir haben hier Wörter. Sie sollen diese Tabelle mit den Wörtern hier ergänzen. Die Wörter sind der Flugzeug. Hier sehen Sie ein Bild. Fahren, das ist ein Verb. Der Bahnhof.
Barcelona ist ein Bahnhof in Tunis. Fliegen, das ist ein Verb. Die Bahnfahrt ist die Fahrt mit der Bahn oder mit dem Zug. Der Flughafen, Tunis-Carthage, ist ein Flughafen in Tunis. Die Fahrkarte, das Flugticket, die Schiffsreise ist die Reise mit dem Schiff und der Hafen, La Goulette, ist ein Hafen in Tunis. Die Verkehrsmittel in der Tabelle sind das Auto, der Zug, das Flugzeug und das Schiff. Also die Autofahrt ist die Fahrt mit dem Auto. Die Autobahn, auf der Autobahn kann man das Auto schnell fahren. Zwischen Tunis und Sfax gibt es eine Autobahn. Fahren ist das Verb. Ich fahre mit dem Auto nach Sfax. Benzin tanken. Bevor Sie mit dem Auto fahren, sollen Sie Benzin tanken. Also, was passt zusammen? Ergänzen Sie die Tabelle. Dann sehen wir die Verbesserung. Also, der Zug. Die Bahnfahrt ist die Fahrt mit dem Zug oder mit der Bahn. Der Bahnhof. Sie möchten mit der Bahn fahren, dann gehen Sie zum Bahnhof. Und das Verb ist fahren. Und Sie möchten mit der Bahn fahren, dann kaufen Sie eine Fahrkarte, die Fahrkarte. Das Flugzeug, mit dem Flugzeug fliegen, das ist der Flug. Dann sagen Sie, der Flug nach Frankfurt dauert 2 Stunden 20 Minuten. Der Flughafen, das Verb ist fliegen. Und Sie möchten mit dem Flugzeug reisen, dann kaufen Sie ein Flugticket, das Flugticket. Das Schiff, die Reise mit dem Schiff ist eine Schiffsreise. Der Hafen, Sie möchten mit dem Schiff reisen, dann gehen Sie zum Hafen. Das Verb ist fahren, dann sagen Sie, ich fahre mit dem Schiff von Tunesien nach Italien. Und Sie möchten mit dem Schiff reisen, dann kaufen Sie eine Fahrkarte. Also wir kehren zurück zum Text. Und die Frage, wie kommt Wassim oder wie kommt man von Frankfurt nach Berlin? Wassim kann das Auto, den Bus, den Zug oder das Flugzeug nehmen. Er fährt mit dem Zug. Also die Grammatik, wie kommt Wassim von Frankfurt nach Berlin? Er fährt mit dem Zug oder er nimmt den Zug. Also wir sehen die Regel. Hier haben wir Präpositionen mit, nach, zu, sind Präpositionen plus Dativ. Was bedeutet das? Das heißt die Artikel der, ein, das oder ein. Im Dativ werden dem oder einem indefinit. Die Feminin, eine, im Dativ ist der oder einer. Und die Plural im Dativ den. Das Verb nehmen ist ein Verb plus Akkusativ. Maskulin, der oder ein, im Akkusativ wird den oder einen. Neutrum, das oder ein, das bleibt das oder ein. Feminin, die oder eine, das bleibt die oder eine. Und die Plural, das bleibt auch die. Das heißt, bei Feminin, Neutrum und Plural gibt es im Akkusativ keine Veränderung. Also sehen Sie sich die Verkehrsmittel an und schreiben Sie Sätze. Wie kommt man von, nach? Schreiben Sie zu jedem Bild zwei Sätze wie im Beispiel.
Die Verkehrsmittel sind das Auto, der Bus, der Zug oder die Bahn, das Flugzeug, das Mofa, das Motorrad, das Fahrrad, das Schiff und zu Fuß. Das Beispiel ist, ich fahre mit dem Auto. Also, wir lösen auf. Bild Nummer 1, das Beispiel war, ich fahre mit dem Auto. Bild Nummer 2, ich fahre mit dem Bus oder ich nehme den Bus. 3, ich fahre mit der Bahn oder ich nehme die Bahn. Ich reise mit dem Flugzeug oder ich nehme das Flugzeug. Ich fahre mit dem Mofa oder ich nehme das Mofa. Ich fahre mit dem Motorrad oder ich nehme das Motorrad. Ich fahre mit dem Fahrrad oder ich nehme das Fahrrad. Ich fahre mit dem Schiff oder ich nehme das Schiff. Oder ich gehe zu Fuß. Und Sie, welche Verkehrsmittel oder welches Verkehrsmittel nehmen Sie am liebsten? Warum? Wohin fahren Sie? Bilden Sie Sätze. Hier haben Sie ein paar Wörter. Sie können diese Wörter benutzen. Wann oder wie oft fahren Sie? Jeden Tag? Nach der Schule? Am Wochenende? Im Sommer? Oder in den Ferien. Das Verkehrsmittel mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Flugzeug oder zu Fuß. Die Adjektive sind bequem, sicher, schnell, anstrengend, billig. Wohin fahren Sie? Zur Schule, nach Tunis, zum Supermarkt, nach Hause, zu meinen Großeltern und so weiter. Hier haben wir ein Beispiel. Jeden Tag fahre ich mit dem Auto zur Schule, denn das ist bequem und schnell. Sie können weitere Beispiele bilden. So, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.